Freunden und für die Kinder. Ich meine, ihr seht ja, ne, die sind ja hier da kurz vorm Exitus. Guten Morgen, wollte ich sagen, ist aber eher guten Tag. Guten Nachmittag nicht, wir haben 1:30. Ich habe die ganze Zeit nicht gevloggt, denn ich habe aufgeräumt wie eine Wilde. Denn ihr zwei habt gestern das Zimmer verwüstet mit ihrer Modenschau. Und ich war jetzt ungelogen bestimmt 3 Stunden in Damias Kinderzimmer und habe das totale Chaos beseitigt. Habe extrem viel aussortiert. Guckt das mal an. Heiliges Kanonenrohr. Und das hier muss alles gleich noch runter. Vielleicht lasse ich es einfach da und dann kann Dominik das morgen machen oder so. Ich habe schon so viel runtergeschleppt und weggepackt und boah, Mann, oh Mann. Richtig viel Kleinkack. Wirklich Kack. Kleinkack. Ja, Kleinkack. Und zwar so McDonalds-Gedöns und so. Weißt du was? Womit keiner spielt. Deswegen kam das jetzt weg. So, dann haben wir es. Also den Schrank habe ich noch nicht aufgeräumt. Ich habe nur außerhalb alles aufgeräumt. Ich habe die Sachen aufgehangen, aber nichts sortiert, gar nichts. Aber Mama hat Spielzeug sortiert. Auch noch, genau, das ganze Spielzeug habe ich sortiert. Die ganzen Kisten auseinandergenommen. Jetzt kommt gleich aber noch ein Freund von uns, ein Schreiner. Den habe ich angerufen. Und zwar wegen dieser Ecke hier. Wegen da soll der mal gucken, ob der uns was Schönes schreinern kann. Was zu ist, weil das ist total, sieht richtig assig aus. Also was zu ist, was mir den kompletten Platz gibt, den ich brauche und eventuell auch halt hier bündig damit. Dann habe ich viel mehr Arbeitsfläche, muss aber auf Rollen sein, damit ich das bewegen kann, um die Fenster hier zu putzen. Weil eventuell noch ein Küchengerät dazukommen wird Ende des Jahres. Und da brauche ich halt ein bisschen Platz und das möchte ich halt nicht hier stehen haben, sondern hier. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken. Wollte ich übrigens noch zeigen, hier ist noch unsere Ernte aus dem Garten. Voll krass, die wir Dominik heute Abend essen. Da mache ich dann im Mulex Grill und dann sind wir noch dabei, ein 100.000, das hört sich total crazy an, ganz ehrlich. Aber ich bin dabei. Wir sind dabei, ein 100.000 Abonnenten-Special zu planen. Das ist Gänsehaut, wenn ich das... Ich krieg Gänsehaut. Soll ich das machen? Oh, krass. Wow. Krass, ne? 100.000 Abonnenten. 100.000 Abonnenten. Die Kinder waren draußen und haben die Hasen gefüttert. Und da war so eine Ratte, eine tote Ratte. Und ich habe geschrien. Ja, mir hat geweint und wir sind schnell. Und ich bin fast draufgetreten. Mhm. Und liegt da immer noch, ich will die nicht wegpacken. Mama, machst du was nicht? Nee, ich hole keine riesen tote Tschernobyl-Ratte da weg. Also das muss der Dominik da machen. Quentin kommt dann auch nicht raus. Lamia, bitte, was machst du da? Die Lamia ist noch im Schlafanzug. Die habe ich gerade versucht, zum Mittagsschlaf hinzulegen, wollte Madame aber nicht. Du machst den Vogel kaputt, wenn du den ins Glas steckst. Ich und meine Freundin, Luder, die hier auch so unsere Nachbar ist, drei Häuser weiter. Wir waren auf dem Feld und wir haben so eine Ratte gefunden. Ja, das war, glaube ich, fast keine Ratte, sondern bestimmt so ein Wiesel oder Marder oder sowas. Das sah aus wie eine Ratte. Ja, manchmal sehen die aus wie Ratten. Bläh. Jo. That's the business of the day hier. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. In einer Stunde kommt er dann her und eventuell fahre ich dann gleich dann noch mit den Kindern zu Ikea. Mal gucken, weil ich für Lamia einen Teppich kaufen möchte. Lamiachen! Dann auch einen neuen Teppich. Du musst erstmal auch lernen, dein Zimmer aufzuräumen. Doch, dann wird es auch einen. Ja, die ist aber 2. Und wenn ich zu ihr sage, räum das Zeug auf, dann macht die das auch. Mit dir muss ich immer diskutieren. Jo. Und heute gibt es zu essen Königsberger Klops. Oh, lecker. Und Joanna und ich haben gerade noch Shopping Queen geguckt zusammen. Mhm. Danke. Na? Was? Was? Mama. Ich habe auch ein. So, meine Hübschen, die Kinder sind oben und spielen. Ich habe aufgeräumt, nehmen wieder alles auseinander. Ich habe hier eine Kiste mit Klamotten von Lamia fertig gemacht und gerade jemand. Warte, ich. Wo
Brutalo an immer. Draußen regnet es. Sieht sehr ungemütlich aus. Jetzt müsste auch jeden Moment der Schreiner kommen. Auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen von der Mia aussortiert, die sie nicht mehr anzieht, und habe jetzt jemanden angerufen, die so wohltätige Zwecke macht und sowas alles, die da arbeitet. Und da werde ich das hingeben, abgeben und ja, werde das spenden. Ist jetzt auch nicht besonders viel, aber ihr wisst ja, dass unsere Kinder nicht so viel, also der Schrank ist nicht überfüllt mit Klamotten. Und ja, wir kriegen zwar noch ein zweites, aber erstens weiß ich, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, und ich mag es nicht, Sachen aufzubewahren. Das ist einfach so, weil unser Haus ist klein, wir haben kein großes Haus, wir haben nicht so viel Platz. Und ich weiß nicht, ich habe von Joanna alles aufbewahrt und die Lamia hatte nichts. Nichts ist gelogen. 2-3 Teile an von der, wenn überhaupt. Und das lohnt sich nicht. Der Geschmack ändert sich und so. Und nee, ich gebe das ab und dann ist gut. Das passt ihr nicht mehr. Und die Mode ändert sich auch und so. Und da tue ich lieber jemand anders was Gutes, anstatt das jetzt hier im Keller zu lassen. Dann wird das vielleicht feucht oder kommen die Motten dran oder was auch immer. Und dann kann das lieber jemand nehmen, der das braucht, und dann ja, kaufen wir da neue Sachen. Schön, sehr gut. Ich so meine absoluten Lieblingsteile natürlich, die gebe ich nicht ab. Die bewahre ich schon auf. Da habe ich auch noch viele Sachen von Joanna. Aber ansonsten geht einiges weg, um Platz zu schaffen für andere Sachen. Und ich konnte noch nicht kochen. Wir haben jetzt hier. Gibt's ja? Wir sind in meinem Zimmer, bei mir. Das hat manchmal hier echt Probleme. Das gehört mir und ist schon sehr alt. Eigentlich. Ja, wir sind in meinem Zimmer und ich wollte euch einfach heute mal mitnehmen, wieder mal zum Aufräumen. Und ja, eigentlich habe ich keine Lust dazu, aber egal. Nimm mir. Dann wir starten! Also erst wenn man reinkommt, ist ja hier eigentlich alles sauber. Also außer an der Tür, ne? Sieht ja aus, kann man gar nicht sauber. Aber die ist ja ganz gut sauber. Ich mache meistens immer so, wenn ich Langeweile habe. Yeah! Oh. So, jetzt ist aber wirklich alles aufgeräumt. Bis auf das. Das mache ich gleich noch. Jetzt esse ich erstmal bitte meine Mama. Ja. Kann ich dir öfters helfen? Klar. Dann lehre ich schon mal, wenn ich erwachsen bin. Und das macht mir auch Spaß. Okay, hier dran. Lamia, machen wir gleich. Gib her die Schere. Wir sitzen hier, wir haben gerade gegessen. Und da klingelt es und dann kam der Postbote. Ne? Ich habe nichts bestellt, ja? Nichts. Und ich habe hier, wir sind hier, die Kinder sind kurz vorm Durchdrehen. Ein Paket, 2, 3, 4 Pakete. Und die sind von euch. Das ist schon krass. Krass, guck mal. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist übertrieben. Übertrieben viel. Wir müssen das alles aufmachen. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir diese ganzen Zuschauerpakete, Videos überhaupt drehen sollen, wann wir die Zeit dazu nehmen sollen. Das ist extrem viel. Und die Briefe, also die werden wir nicht mehr vorlesen. Also so Briefe öffnen und so, das ist... Wir werden allen antworten, also wenn da jemand eine Karte möchte oder sowas, kriegt auf jeden Fall eine. Das ist nicht das Ding, aber wir können nicht 500 Briefe oder so vorlesen. Das ist aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank,
Wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich weiß, ihr denkt, ihr freut euch nicht. Wir freuen uns. Und die Kinder, ich meine, ihr seht ja, ne, die sind ja hier kurz vor Exitus. Ah, Wahnsinn. Womit wir das verdient haben. Na gut, sollen wir dann mal aufmachen? So, aufpassen. Schneider ist nicht schneller. Ja, dann schneller. Gibst du mal eben mein Handy? Das wird wohl eine Nachtschicht. Das wird eine Nachtschicht. Guckt euch, also Mädels, Jungs, also das ist verrückt. Die Kinder freuen sich extrem. Die würden am liebsten sofort alles auspacken wahrscheinlich. Wir werden aber natürlich für Dojo Spielzeugwelt ein Video machen. Und weil überall was steht, bitte in dem Video öffnen. Das werden wir natürlich auf jeden Fall machen. Das Ding ist nur, dass Herr Dominik heute... Pass auf, das ist hier kein Turnreck. Komm her. Komm her, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nichts passiert, ne? Hast dich nur erschrocken, ne? Ja. Dass Herr Dominik heute extrem lange arbeiten muss. Papa So, ich mache jetzt gerade dem Dominik die geschmorten Paprika. Es brutzelt im Mulex-Grill.